Herzlich willkommen auf der Internetseite der Versöhnungskirchgemeinde Planitz. Ich begrüße Sie hier und draußen ist strahlender Sonnenschein. Der Frühling zeigt sich von seiner allerschönsten Seite. Und dennoch sind wir mitten in dieser Corona-Krise. Manch einer kann das Wort schon nicht mehr hören. Und es ist in besonderer Weise eine Herausforderung, weil immer wieder von Lockerungen die Rede ist. Und zugleich merken wir, dass es uns persönlich gar nicht so sehr betrifft. Denn weiterhin gilt die Abstandsregel. Weiterhin müssen wir an vielen Stellen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Weiterhin gibt es die Ausgangsbeschränkungen, die nur ganz wenig geändert worden sind. Auf jeden Fall bis zum Ende des Monats Mai müssen wir mit all diesen Dingen noch leben. Und es ist mittlerweile kaum vorstellbar, dass dann im Juni sich alles komplett ändern wird. Wie auch immer, wir leben mitten in dieser Zeit und versuchen, das Beste daraus zu machen und hoffentlich unsere Augen zu öffnen für all das Schöne, was uns umgibt, was uns der Frühling schenkt, was uns unser himmlischer Vater mit diesem Frühling schenkt. Ein paar Dinge möchte ich wieder ganz aktuell sagen. Am kommenden Sonntag werden Gottesdienste sein, um 9 Uhr in Neuplanitz und um 10.30 Uhr in Kainsdorf für die Gemeinden dort. In der Schlosskirche hier in Planitz und in der Kirche in Rottmannsdorf werden zum Geläut um 9.30 Uhr die Türen offen sein. Am kommenden Mittwoch ist um 8 Uhr auch wieder die Tür der Schlosskirche geöffnet. Und wer kommt, der ist eingeladen zu einem gemeinsamen Gebet. Für den Sonntag darauf, für den Sonntag Rogate, planen wir einen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Lukaskirche. Näheres erfahren Sie hier auf der Internetseite in der kommenden Woche. Erst dann können wir genaueres sagen. Am kommenden Sonntag ist der Sonntag Kantate, der 10. Mai. Das ist ein Grund, weshalb wir uns entschlossen haben, hier in Planitz, in der Schlosskirche und in Rottmannsdorf nicht zum Gottesdienst einzuladen. Denn in den Gottesdiensten gilt, dass man mit Mund-Nasen-Schutz erscheinen soll und eben diese Abstandsregel und das Singen soll ganz unterbunden und gar nicht möglich sein. Das ist schwierig, denn Kantate heißt singet. Deswegen wollen wir diesen Sonntag ganz bewusst aussetzen noch einmal, und zwar wie ein Opfer. Ein Opfer, das wir bringen, und wir denken dabei an unsere Schwestern und Brüder in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, die sich schon lange nicht mehr so versammeln können, wie wir das hier tun. Wir wollen uns an diesem Sonntag durch unseren Verzicht mit ihnen solidarisieren und wollen an sie denken und für sie beten. Denn wir sind mit ihnen verbunden. Es gibt nur eine Kirche. Es gibt nur einen Leib Christi mit vielen Gliedern und der sieht ganz bunt aus. Wir gehören dazu und leben hier mit unwahrscheinlich tollen Möglichkeiten. Anderswo, wir wissen das alle, sieht es ganz anders aus. Lasst uns an diesem Sonntag Kantate ganz bewusst dorthin denken. Zu den Gemeinden, die sich nicht treffen können, beziehungsweise dies tun im Verborgenen, weil sie wissen, dass es verboten ist. Zu den Schwestern und Brüdern, denen es nicht möglich ist, sich mit anderen frei und öffentlich zu versammeln. Viele davon leben und tragen ihren Glauben in sich ganz alleine. Wir hatten am vergangenen Sonntag den Sonntag Jubilate. Und zu diesem Sonntag gehört ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir und ich in euch. Dann werdet ihr Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Gemeindeglieder, liebe Gäste auf unserer Internetseite, das ist ein ermutigendes Wort. Es beinhaltet dreierlei. Der uns versorgt, als Kirche,
als Gemeinden. Und damit meine ich uns genauso wie eben diese anderen Gemeinden, die unter ganz anderen Bedingungen existieren und leben, aber eben doch leben. Der, der uns versorgt, das ist Jesus Christus, der Herr. Er ist der Weinstock, mit dem wir durch unseren Glauben verbunden sind. Und er lädt uns ein und in dieser Zeit ganz bewusst, bleibt mit mir verbunden. Ihr in mir, ich in euch. Lassen wir uns dazu ermutigen, nehmen Sie die Angebote wahr, die da sind. Nehmen Sie die Gebetsmöglichkeiten wahr. Verteilen Sie sie über den Tag. Unsere Glocken laden ein zu den Gebeten. Lesen Sie die Bibel. Beten Sie. Hören Sie gute Predigten und Vorträge. Nicht ganz, ganz, ganz viele. Höchstens jeden Tag einen. Damit das, was wir hören, auch in uns sein kann und dort bleiben und Wurzeln schlagen kann. Nicht das Viele, sondern das Wesentliche. Auf das kommt es jetzt an. Und beten kann auch bedeuten, einfach still werden. Manches kommt in dieser Zeit hoch, wird nach oben gewühlt. Wenn Ihnen da etwas auffällt oder Sie den Eindruck haben, hier bin ich berührt, bewegt, bedrückt. Hier hat mir wie jemand den Spiegel vorgehalten. Hier erkenne ich Schuld und Versagen. Dann klären Sie es. Es ist so wichtig, diese Möglichkeit und diese Zeit dafür jetzt zu nutzen. Sprechen Sie es aus vor Gott. Bitten Sie um ein seelsorgerliches Gespräch. Nehmen Sie die Beichte wahr und klären Sie es auch mit den Menschen, um die es geht. Bleibt mit mir verbunden, sagt Jesus. Ihr in mir und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Und das bedeutet zum Dritten, dass diese Zeit keine unfruchtbare Zeit ist. Jesus lässt daraus Gutes wachsen. Jesus lässt daraus etwas wachsen, auch aus dieser Zeit. Unser himmlischer Vater hält seine Hände über uns auch in dieser Zeit. Er hält uns in seinen Händen auch in dieser Zeit. Er führt uns durch diese Zeit und will sie nutzen, um uns zu bewegen, innerlich. Und um seine Gemeinden zu bewegen und uns auf Dinge hinzuweisen, die ihm wichtig sind. Bleiben wir offen für ihn. Es geht nicht darum, jetzt schnell wieder aktiv zu werden, sondern das, was er aus dieser Zeit macht, aus seinen Händen zu nehmen und uns verändern zu lassen. Das wünsche ich uns allen. Andere Neuigkeiten dann in der kommenden Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.